Wir werden heute über Kubernetes sprechen. Ich bin Oleg Fixel, ich bin DevOps-Ingenieur und ich mache Technology und alles automatisieren. Das ist der Michael. Bin auch DevOps-Ingenieur, versuche möglichst viel in der heutigen Zeit zu automatisieren und bin Teil von einem zentralen DevOps-Team. Ja, okay. Also was wollen wir heute euch vorstellen oder euch vermitteln? Bevor wir mit diesem ganzen Docker und Kubernetes angefangen haben, gab es sehr viele verschiedene Begrifflichkeiten, vor allem bei Kubernetes. Und wir kamen wirklich mit den ganzen Begrifflichkeiten nicht klar. Und uns hat wirklich so der Anfang gefehlt, so die Basis, wo wir drauf aufbauen können. Und deshalb gehen wir heute durch die einzelnen Begrifflichkeiten, und unser Ziel ist heute, dass ihr hier rauskommt und darauf aufbauen könnt, versteht, was Kubernetes ist, was es macht und was Docker auch ist. Das heißt, wir geben euch erstmal einen Überblick, ja, über eine mögliche Container-Architektur am Beispiel von Docker und Kubernetes. Und es geht Folgendes los: Ich werde euch vom Docker-Fundamentes erzählen, was Docker ist, wie es zustande gekommen ist, wie unterscheidet sich zu virtuellen Maschinen. Die meisten von euch kennen sich wahrscheinlich schon mit virtuellen Maschinen, arbeiten schon mehrere Jahre. Michael wird zu Kubernetes erzählen. Das ist ja das Tolle, dass Michael das Docker-T-Shirt trägt und ich trage die Kubernetes-Socken. Ja, Michael wird über, also nicht vertauschen, ne? Ich werde über Docker erzählen, Michael wird über Kubernetes erzählen. Dann gebe ich euch ein bisschen was von der KubeCon 2019, ja, was so in der Zukunft Kubernetes erwartet, was so der Trend so ist, der Hype oder Hype sein wird. Ja, und dann zeigt Michael euch anhand der Live-Demo, wie das Kubernetes so aussieht, wo man die Objekte findet, die wir besprechen. Okay, dann fangen wir mal mit Docker an. Und dafür möchte ich ein bisschen in die Geschichte eingehen, kurz, wie Docker überhaupt entstanden ist. Also jeder von euch kennt wahrscheinlich ChangeRoot. Ja, das ist, was für DNS-Server heutzutage vielleicht benutzt wird oder für Mail-Server. Das ist eine Separierung auf dem File-System. Das heißt, wenn jemand sich in einen Prozess reinhackt, DNS-Server, dann landet er in einem File-System Stück, wo er nicht rauskommen kann. So. Da hat die Sache mit Docker, oder nicht mit Docker, so mit Separierung von Prozessen angefangen. Dann kam der Linux vSphere, und der Linux vSphere hatte zusätzlich zu File-System-Separierung hatte Netzwerk, CPU und Memory-Separierung. Also nicht wie virtuelle Maschine, sondern man könnte Netzwerk und CPU limitieren, zum Beispiel. Also man konnte dem Prozess sagen, du nutzt nur eine CPU und so viel Prozent. Ja? Und so ist das immer weiter gegangen. Linux-Container kam mit ZFS, und in ZFS konnte man File-System-Snapshots machen. OpenVZ konnte man auch User abstrahieren für einen Prozess, Devices und Interprozesskommunikation. Das heißt, so mit der Zeit sind verschiedene Features in verschiedenen Lösungen dazugekommen, die ermöglichen, einen Prozess auf dem Linux-Kernel auf verschiedene Weise zu separieren. So, 2006 kamen die Prozesscontainers von Google. Die haben erlaubt, Disk- und Netzwerk-IO zu limitieren. Und das ist nämlich, was wir unter C-Groups kennen, was später in den Linux-Kernel reingeflossen ist. Ein paar Jahre später kam LXC raus, und LXC war eigentlich eine komplette Containerlösung. Das hat in sich verbunden File-System-Isolierung, die C-Groups, um die CPU und Speicher zu limitieren und Netzwerk zu limitieren. Und das hat auch Namespaces genutzt und war eigentlich fast das Gleiche, was wir jetzt von Docker kennen.
Diese ganze Begrifflichkeit mit C-Groups und Namespaces, ich gehe darauf ein in Detail, was das bedeutet, was das ist und wie ein Docker das benutzt. So, ein paar Jahre später kam Cloud Foundry mit Waden. Das war nichts anderes als LXC on top mit Management API und mit Client-Server-Modell. Also wir sehen hier, das kommt so Richtung Docker zusammen. Ja? Und oh Wunder, zwei Jahre später kam Docker und hat die ganzen Features davor einfach zusammengefügt. Natürlich, ein gesunder Marketing steckt auch dazu, dass Docker so populär geworden ist. Aber was Docker hatte, der hatte File-System-Slicing, das heißt, man konnte verschiedene Schichten im File-System abbilden. Der hat C-Groups und Namespaces benutzt vom Kernel, um die Prozesse zu separieren und zu limitieren. Das heißt CPU-Limitierung und Prozessseparierung. Prozess sieht die anderen Prozesse nicht. So, das hatte Client-Server-Modell. Man hat diesen Docker-Client und Docker-Engine. Ja, die, manchmal laufen die auf demselben Host. Die können aber auf verschiedene Hosts laufen. Und Docker hat die API, sodass zum Beispiel Orchestrierungsplattformen wie Kubernetes können Docker bedienen und da automatisch Container erstellen durch die API. So, das ist auch der Grund, warum Docker so populär geworden ist. Ein paar Jahre später kommt Kubernetes, dann kamen auch alle anderen Orchestrierungsplattformen und heutzutage kann man sagen, Kubernetes ist de facto Standard, Docker ist auch de facto Standard, wobei bei Docker gibt es da auch Bewegungen Richtung Creo, also Open Source Variante von Docker Runtime oder Container Runtime. Aber das ist ein anderes Topic. So, wir kennen uns alle mit virtuellen Maschinen, hoffe ich mal. Also virtuellen Maschinen sind schon einiger Zeit auf dem Markt. Wir arbeiten damit tagtäglich, gehe ich mal von aus. So, virtuelle Maschine sieht so aus, man hat einen Kernel, man hat irgendwelche Libraries, die von einem Betriebssystem drauf installiert werden oder die man manuell installiert, haben wir die Applikationen drauf, ziemlich einfach. Containerhost sieht nicht anders aus, wir haben, könnte eine virtuelle Maschine sein, wir haben einen Kernel, die Libraries, da gibt es natürlich auch System-Libraries, aber die Libraries für die Applikation, die sind paketiert in Container. Und da sind immer unterschiedliche Libraries. Das können wirklich unterschiedliche Kernel-Headers, unterschiedliche glibc-Libraries. Das können wirklich komplett unterschiedliche Libraries sein. Der einzige Unterschied ist, man hat einen gemeinsamen Kernel. Das heißt, was Docker hier macht, der separiert die Prozesse und kapselt die ab. Das läuft aber alles im gleichen Kernel. Das heißt, ist viel unterschiedlich zu VMs, wenn man Kernel-Panic hat, dann hat man Kernel Panic für alle Container auf dem Host, anders zur virtuellen Maschine. Gehen wir mal in Details. Für Storage, eine virtuelle Maschine hat einen Binary Blob irgendwo auf der Storage liegen, irgendwo auf dem Filer, in Binärform. Das wird in die virtuelle Maschine reingemountet und wird als virtuelle Festplatte benutzt. Bei den Containers haben wir Plain File System irgendwo liegen. Also wirklich Dateien. Da sind zwar unterschiedliche Schichten, aber da sind Dateien, die wirklich man auf dem System sich angucken kann. Vielleicht verändern, also verändern würde ich nicht empfehlen. Aber dadurch, dass man diese binäre Repräsentierung nicht hat und diese Emulation nicht hat, ist das Filesystem großteils schneller. Kann man sich auch natürlich drüber streiten. Emulation bei VMs, klar, wir emulieren alles, BIOS, Hardware, alles, ja, Netzwerkcontroller, Audiocontroller, Grafikkarte. Bei Container emulieren wir nichts, weil Container ist einfach ein Prozess, was genauso wie alle anderen Prozesse auf dem Kernel läuft, nur durch die Kernel-Features separiert und limitiert ist. Das heißt, hier fällt die Emulation aus und dadurch ist man dann halt schneller. Netzwerk, Netzwerkkarten werden emuliert, klar, können wir verschiedene Treiber da einbinden. Interessant ist, bei virtuellen Maschinen haben wir virtuelle Netzwerkkarten, wir haben aber auch einen zusätzlichen Routing-Stack in der virtuellen Maschine. Im Container nutzen wir das Netzwerk von dem Host-System. Das heißt, wir haben das gleiche Routing-Stack. Das heißt, wenn man da irgendwie mit VPNs arbeiten möchte,
das wird bei Containern ein bisschen herausfordern. Da muss man ein bisschen frickeln, also was Netzwerk angeht. Weil das ist ein ganz normaler Prozess. Der nutzt den Netzwerkstack vom Host. Und zwar alle Container, die darauf laufen. Docker macht das übrigens nicht selbst. Also Docker macht vieles nicht selbst. Docker spricht nur die Tools und die APIs vom Kernel und die Tools vom Linux-Stack. Das heißt, Netzwerk macht Docker auch nicht selbst. Der bedient einfach IP-Tables. So, Runtime. Und das ist, wo eigentlich bei Containern der Mindshift ist. Zu Runtime startet unsere VM mit dem Stand, wo wir es gestern ausgeschaltet haben, vor 5 Minuten ausgeschaltet haben, startet es weiter, Datenbank läuft wieder weiter. Bei Containern, der Container startet vom Null. Das heißt, die State ist so, wie wir den Container gebaut haben. Ja, normale Frage wäre, ja, was ist denn mit meinen Daten, wo sind die? Also gibt es eine Möglichkeit, natürlich gibt es eine Möglichkeit, die Daten, die Verzeichnisse da rein zu mounten. Dann gehen wir gleich drauf ein, auf die Volumes, da gibt es diverse Möglichkeiten. Okay. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich einfach unterbrechen. Oder wir können am Ende. Okay. Wie sieht so ein Container-Lifecycle aus? Simplifiziert gezeichnet. Ich sehe, da gibt es einen Fehler, da fehlt ein Punkt. Diejenigen, die schon Docker gesehen haben. Es gibt ein Docker-File. Docker-File beschreibt, welches Image wir nehmen, was Image ist, werde ich gleich zu kommen. Und was wir damit alles machen müssen, apt-get install irgendwas, copy meine App dahin, ja, und bitte expose bitte diese Ports nach außen. Und das wird vom Docker verarbeitet. Und Docker für jede dieser Zeile, run apt-get install, run copy irgendwas, erstellt eine neue Filesystemschicht und die wird irgendwo auf dem Filesystem abgelegt. Ja? Sobald der Docker das durchgemacht hat, diese Docker-File, hat man ein Image. Irgendwo auf dem Filesystem liegen die ganzen Dateien, die ein Docker-Image repräsentieren. So, man kann dieses Docker-Image dann zu einem Docker-Registry schieben. Das ist ein ganz normales Artifact Registry, wie wir auch für Java-Dateien kennen. Nur halt die API ist anders, aber logisch kann man sehen. Es ist ein Binary Artifact, den schiebt man zu Docker Registry, kann man da auch runterladen oder zu Docker Hub. Kennt ihr auch Docker Hub sicherlich. Das ist nichts anderes als Public Docker Registry. Ihr könnt aber in eurer Firma auch ein internes Docker Registry haben, der nicht unbedingt nach außen sichtbar ist. Das heißt, da kann man die Docker-Images hochladen, runterladen. Und wenn man dann sagt Docker Run, dann entsteht ein Container. Hier ist der Unterschied zwischen Image und Container. Container ist eine laufende Instanz eines Images. So, wenn wir einen Container laufen haben, dann haben wir unsere Applikation. Jetzt sehen wir, hier beim Docker-Build machen wir -t, das ist der Tag. Container sind so organisiert, dass man den Namen hat, Doppelpunkt und den Tag. Großteils wird das dafür benutzt, um Versionen abzubilden, weil diese Docker-Images in dem Registry oder wo auch anders werden nach diesem Namen einsortiert und nach diesem Tag. Das heißt, unter einem Namen wird dann man viele Tags sehen. Übrigens, um ein Docker-Image zu bauen, und laufen zu lassen, braucht man nicht unbedingt Docker Hub oder Registry. Docker hat lokal auch eine lokale Registry, die man einfach nicht sieht. Also ihr müsst ja nicht unbedingt ein Registry haben. Wenn man einen Container baut, wird es erstmal lokal im lokalen Registry abgelegt. Das heißt, wozu gibt es diese Tags? Also die erlauben uns, Docker-Container sortiert abzulegen nach einer Version. Zum Beispiel, wir können hier 2 Hosts haben. Wir haben hier 2 Nginx und unser Test-Container. Und wir können einfach auf einem anderen Host halt einen anderen Tag starten. Man hat dann eine andere Version am Laufen. Dann, wenn das gut läuft, können wir dann mit einem Zeichenänderung können wir auf einem anderen Host das nachziehen oder halt ein Rollback machen. Sehr simplifiziert. Ja.
So, das Schichtenfilesystem ist ein ziemlich cooler Feature von dem Linux-Kernel, was Docker benutzt. Ja? Es gibt verschiedene Treiber, darauf gehe ich gleich ein, welche, also welche alt sind, welche jetzt benutzt werden sollen. Eigentlich sieht so ein Filesystem oder so ein Schichtenfilesystem aus. Ich sage beim Dockerfile, nimm mir bitte CentOS, installiere dir mal meine Tools, installiere Java oder nicht unbedingt Java, was anderes. Und dann pack meine App da drauf. Und für jede dieses Befehl, wenn man es in jeder Zeile schreibt, erstellt Docker ein eigenes Schicht im Filesystem. Und beim Laufen backt er die zusammen. Das ist Overlay-Filesystem. Ja. Das Geile dran, der baut SHA-Summen darüber. Das heißt, er weiß, ob sich die Schicht geändert hat oder nicht. Wenn ich eine Datei dahin kopiere, unsere Java-App, wenn die auf dem Disk nicht verändert wurde, wird er die dann nicht kopieren. Wenn die sich verändert wurde, wenn die sich verändert hat, wird er nur diese Schicht kopieren. Und alles andere würde er aus dem Cache übernehmen. Ja, CentOS-Image habe ich ja schon drauf, brauche ich nicht. Wer kann mir sagen, was passiert, wenn ich hier mal andere Tools installiere? Welche Schichten er alle danach bauen muss. Also, da die aufeinander zeigen, muss er alles, alles neu bauen. Ja, wenn sich die CentOS-Version verändert, das Image verändert, dann muss er die ganze Kette bauen. Das heißt, also ein Tipp, wenn er so große Docker-Images baut für CI/CD-Pipelines, die schnell laufen müssen, weniger veränderte Sachen nach oben, mehr veränderte Sachen nach unten, sodass man halt unten hier viel Dynamik hat und oben, manchmal macht man sogar Base-Images, man hat ein separates Image, worauf man dann aufbaut. Sind schon. Und dadurch ist Docker schnell beim Bauen von Images und wenn er dieses Image in die Registry schiebt zum Speichern, wenn die Registry schon diese Schichten hat, braucht er die nicht hochzuladen. Die werden einfach mit Pointern gezeigt und das, nur die letzte Schicht wird dahin geschoben. Das heißt, schnell und wenig Platz beim Speichern. So, man kann jetzt auch noch Images auf Images basieren. Das heißt, man kann als Base-Image CentOS nehmen oder man kann als Base-Image unsere App nehmen. Und da noch was dazu bauen. Und normalerweise sieht das folgendermaßen aus. Man hat so ein altes Legacy-App, CentOS 6, Java 5, Legacy-App. Ja, ich hoffe nicht. Dann gibt es vielleicht eine neuere App. Ja, da gibt es ein Base, nimmt man CentOS 7. Oh. Nimmt man CentOS 7, da packt man verschiedene Frameworks drauf und die Entwickler können sich diesem Base-Image bedienen und darauf ihre Apps halt bauen. Was jetzt aber ziemlich modisch ist, dass man minimale Images benutzt. Alpine Linux ist ein Linux-Image 50 Megabyte groß, ja, weniger sogar. Ja. Das heißt, man nimmt ein Alpine, man packt da ein Golang-Programm, also kompiliertes Golang-Programm, was so 10 bis 15 Megabyte groß ist und man hat dann 55 Megabyte, 60 Megabyte komplettes Image. Manchmal nimmt man sogar from scratch und da hat man nicht mal die Bash in dem Image. Das heißt, man versucht da auch ein bisschen Security angehen. Wenn man aus der App rausbricht, hat man weniger Tools, um halt irgendwie weitere Systeme zu penetrieren. Okay, diese Filesysteme, die diese Schichten abbilden, da sind Filesysteme vom Kernel. Der Docker nutzt die nur. Nur halt, dass ihr schon mal welche gesehen habt. AOFS und OverlayFS sind langsam und sollte man nicht benutzen, wenn man nicht gerade ein sehr, sehr altes System hat. Device Mapper ist auch sehr langsam, wird aber von Docker für Produktion vorgeschlagen, weil es halt sehr stabile ist. OverlayFS ist so der Standard, sage ich mal. Bei manchen Betriebssystemen ist das BetterFS der Standard, zum Beispiel SUSE.
Okay, jetzt haben wir unser Container. Jetzt können wir es starten, jetzt können wir in die Registry schieben. Alles super. Jetzt habe ich dann meine Datenbank oder meine Applikation, wo ich auch State speichern möchte. Ich möchte nicht jedes Mal das Container mit leerer Datenbank startet. Ja. Wir haben diverse Möglichkeiten. Die einfachste ist, wir können ein Verzeichnis vom Host in den Container reinmounten, also mit Linux Bind. Das heißt, alles, was der Container in varlib MySQL schreibt, wird irgendwo auf dem Host-System einfach reingeschrieben. Ja. Docker Volumes ist das Gleiche, nur halt, man kann diese Verzeichnisse vom Docker verwalten. Sag ich, löschen muss man nicht per Hand dahin gehen, die sind benannt dann einfach. Oder wahrscheinlich für Enterprise oder für mehrere Hosts gibt es Docker Storage Plugins. Kann man alles Mögliche anbinden, NFS, SIFS, alles Mögliche. Ja, das kann man, man kann dann einen Filer anbinden und die Dateien werden dann dort abgelegt und der Container ist dann stateless. Die State wird reingemountet, die Datenbank startet, sieht das Verzeichnis, holt sich die State, startet, fertig. Okay, jetzt habe ich über C-Groups und Namespaces gesprochen. Was ist das? C-Groups ist ein Feature, was Docker benutzt, ist ein Linux-Kernel-Feature und erlaubt einem Benutzer, der Linux-Kernel anspricht, CPU, Memory, Disk, I.O. zu limitieren für einen Prozess. Könnte er auch per Hand machen, sagt, bitte diesen Prozess mal CPU limitieren. Ja, geht auch, also muss man auch nicht unbedingt über Docker machen, aber natürlich Docker macht es ja für euch. Namespaces ist auch eine Kernel-Feature, die Docker benutzt, um Prozessisolierung zu machen. Das heißt, man erstellt einen Namespace für einen Prozess und sagt, dieses Prozess ist jetzt in diesem Namespace und der Prozess sieht sich selbst dann nur im Namespace. Also Prozess-IDs hat man dann Prozess-ID 1 oder 0. Ja, das heißt, wenn man im Container PS macht, sieht er keine anderen Prozesse außer sich selbst, weil er im Namespace ist. Und wenn man als Root auf dem Docker-Host ist, kann man dann PS machen und man sieht dann alle Prozesse von allen Namespaces, von allen Containern. Das ist ein bisschen creepy, aber ist so, dass der Linux-Kernel das abstrahiert für den Container. Oder Docker macht das. Okay, ja, ich finde Docker ist ziemlich praktisch, um die Applikation zu packagen und laufen zu lassen. Zurzeit ist das auch der Standard. Wobei, wie ich schon sagte, gibt es da Bewegungen, auch von Kubernetes, dass man als Container-Runtime, man sagt Container-Runtime, kein Docker mehr, dass man da Open Source, also eine Komponenten nimmt, die nicht von einer Firma abhängen. Ja, Creo zum Beispiel wäre einer davon. Und Container vermehren sich, also die Anzahl der Container wächst sehr schnell, sobald man mit Container anfängt, weil man sagt, ein Container, eine Applikation. Ja? Man hat ungern architekturtechnisch einen Container mit 10 Applikationen da drin. Ja, das, Michael wird dazu mehr sagen, warum das praktisch ist, vor allem wenn man halt skalierbare Umgebungen oder skalierbare Applikationen bauen möchte. Das heißt, wenn man so 10 Hosts und ab 10 Hosts und mehrere Container, kommt man da per Hand Docker Run und Docker Build nicht mehr weiter. Und deshalb braucht man eine Orchestrierungsplattform. Jetzt gebe ich an Michael weiter, der dann darüber erzählen wird. So, jetzt muss ich erstmal rausgehen und den machen. Wow. So, Michael. The stage is yours. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt. Okay. Habe mich vorhin schon vorgestellt, deswegen steige ich direkt mal in die Kubernetes-History ein. Kubernetes, wie wir vorhin schon gelernt haben, hatte viele Vorgänger und Kubernetes selber hatte auch innerhalb von Google ein paar Vorgänger. Das war einmal Borg 2003.
Dann 2013 gab es das Projekt Omega und das Ganze ging dann auf in Kubernetes, das war 2014. Und Kubernetes steht dabei für Pilot oder Steuermann vom Schiff und das erklärt auch dieses Symbol, ist das Steuerrad von einem Schiff. Kubernetes ist ein Cloud Native Computing Foundation Projekt. Jetzt ist die Frage, wie der Oleg schon so ein bisschen darauf hingeritten hat, was ist denn das Ziel von Kubernetes? Und da habe ich mir mal so eine Definition überlegt, die relativ gut passt, es ist so ein Werkzeugkasten, mit dem wir halt zuverlässig skalierbare verteilte Anwendungen laufen lassen können. So, wenn ich jetzt so einen Entwickler frage, du hast da so eine schöne Kubernetes-App, kannst du mir mal so einfach so ein Bild zeigen, was du da so alles gemacht hast? Und dann kommt der Entwickler zum Beispiel mit so einem Bild zurück. Er schlägt einen erst auf erstmal, aber wir arbeiten uns jetzt da mal so durch die verschiedenen Dinge innerhalb dieses Vortrags durch und gehen dann nachher gezielt darauf ein, was die einzelnen Sachen eigentlich machen. Deswegen fangen wir mal mit der ersten Einheit an, um so ein bisschen in das Kubernetes-Wording reinzukommen. Die erste Einheit ist der sogenannte Pod. Pod ist die kleinste Einheit, die in einer Kubernetes-Umgebung deployed werden kann und ist dabei eine Gruppe von ein oder mehreren Containern. Und die haben ein Shared Storage Network. Das heißt, wenn ihr einen Pod startet, da hängt zum Beispiel ein Storage oder eine Config dran, haben alle diese Container, diesen Storage und dieses Netzwerk. Wie kann man das Ganze organisieren? Dafür benutzt man Labels. Die stelle ich nachher vor, weil die auch im weiteren Zusammenhang in der Kubernetes-Umgebung sehr interessant sind, weil sie uns viel Organisierung ersparen oder dass wir speziell dafür sorgen können, dass ein Image zum Beispiel da läuft, aber nicht da läuft und andere Sachen. Wichtig ist dabei, dass Pods werden immer co-located und co-scheduled. Das heißt, dieser Container wird immer auf einer einzigen Node gestartet. Das heißt, wenn ihr dann so ein riesen Image baut, zum Beispiel GitLab, wo ihr eine Datenbank drin habt, wo ihr eine Applikation drin habt, wo ihr diverse andere Sachen drin habt, dann habt ihr da irgendwie noch so ein Java zum Debug drin, dann so ein Tracing-Tool und ihr habt 10 Nodes. Nützt euch leider nichts, weil das läuft auf einer einzigen Node. Weiterer Grund, warum man das nicht machen sollte, ist zum Beispiel, wenn wir zurück auf unser GitLab-Beispiel. GitLab ist die Applikation selber, Redis und Postgres. Jetzt will ich eine von den drei Applikationen updaten. Dann muss ich, wenn ich das alles in ein Image gebaut habe, immer den kompletten Pod quasi runterfahren oder beziehungsweise rüber skalieren und das Image neu bauen. Dagegen, wenn ich das Ganze so ein bisschen verteilt habe, kann ich quasi im Hintergrund Postgres austauschen. Kubernetes updatet den Pod und wir können ohne Unterbrechungen weiterarbeiten. Ein Pod hat einen sogenannten Lifecycle in Kubernetes. Wenn er gescheduled ist, dann ist er im sogenannten Pod Status Pending. Das heißt, der Kubernetes-Scheduler guckt, wo lasse ich diesen Pod jetzt am besten laufen. Wenn der dann erfolgreich gestartet ist, ist er im Pod Status Running. Das kann ich natürlich definieren, wenn jetzt so ein Pod stirbt, weil beispielsweise mein Provider hat beispielsweise ein Node-Problem, Server ist ausgefallen, kann ich definieren, was soll mit diesem Pod passieren. Dann gibt es die erste Möglichkeit, ist die Restart Policy Always. Das heißt, wenn der Pod gestorben ist, irgendwo anders sorgt Kubernetes dafür, dass wieder der Pod läuft. On Failure bedeutet, dass wenn der Container oder der Pod gestartet wurde und dabei aber irgendwie Fehler hatte, startet er nur neu und Never heißt, wenn der Pod gestorben ist, dann wird er auch nicht wiederbelebt. Bei den Fail States unterscheiden wir zwischen dem sogenannten Crash Loop Backoff. Crash Loop Backoff bedeutet, der Pod wurde von Kubernetes gescheduled, hat auch versucht zu starten, aber irgendwas fehlt. Zum Beispiel Storage fehlt, Netzwerk fehlt oder er erreicht irgendwas nicht. Dann ist er im sogenannten Crash Loop Backoff. Der ist exponentiell. Das heißt, Kubernetes versucht erst alle paar Sekunden neu zu starten und dieser Abstand wird immer größer. Am Ende, ich glaube, der größte Abstand ist 50 Minuten. Der versucht dann nur noch alle 50 Minuten diesen Pod nochmal zu starten. Failed. Kubernetes konnte den Pod nicht starten. Irgendwann heute halt auch auf den versuchen zu starten. Und unknown ist, wenn Kubernetes nicht
feststellen kann, was diesem Pod was dem Pod fehlt. Also wenn euer Pod halt keinen Hellcheck oder sonstiges Kubernetes zurückliefert, sagt Kubernetes, ich weiß nicht, was mit dem ist, der läuft halt nicht. Jetzt haben wir vorhin gelernt, Container sind stateless. Selbst in Kubernetes wollen wir ja so ein bisschen Konfiguration unserem Container übergeben. Dafür bietet sich die sogenannte Config Map an. Die Config Map erlaubt es uns, die Konfiguration vom Container Image zu trennen. Da können wir diverse Sachen reinpassen, da Kommandozeilenargumenten, alles, was irgendwie ihr ansonsten unter etc irgendwo eurem Container mit eure Anwendung mitgeben würdet, können wir eine Config Map reintun. Wichtige Sache an der Stelle ist aber, das Ganze ist unverschlüsselt. Das heißt, wenn ein Entwickler da sich die Config Map holt und ihr habt da im Klartext euer Passwort drinstehen, hat der Entwickler das Passwort. Wollen wir natürlich nicht, deswegen nutzen wir die nächste Einheit in Kubernetes, das ist das sogenannte Secret. Ein Secret ist Base64 kodiert, nenne ich es mal, und es gab da mal ein interessantes Projekt, Aufgabe für Entwickler, eine Datenbank zu verschlüsseln. Und es kamen tatsächlich Entwickler damit zurück und sagten, Base64 ist eine Verschlüsselung. Ja, ich sehe da nicht so. Warum trennt man das Ganze? Weil da kommen wir nachher auf die sogenannten Role-Based Access Control zu sprechen, nämlich ein Secret ist eine eigene Einheit. Das heißt, ich kann einem Entwickler beispielsweise erlauben, dass er sich die Konfiguration vom Container angucken kann. Ich kann ihm aber explizit verbieten, dass er sich das Datenbankpasswort holen kann. Das heißt, der Entwickler kann alles debuggen und sagt dann am Ende, ja, die Konfiguration sieht gut aus, guck mal bitte nach dem Datenbankpasswort, ich glaube, das ist der Fehler. Secrets sind namespace-bound, das ist auch, auch relativ interessant, und sie sind auf 1 MB pro Secret limitiert. Bis man 1 MB in einem Secret voll hat, vergeht relativ viel Zeit, gab aber tatsächlich schon Leute, die sich darüber beschwert haben. Speichert da seine States in den Secrets und manchmal läuft das rüber und etcd wird sehr langsam. Also da gibt es schon gewisse Sachen, die passieren. Namespaces sind die Kubernetes-Namespaces und nicht die Docker-Namespaces. Was das ist, wird Michael gleich erzählen. So, als nächstes kommen wir zu dem Gegenstück vom Storage in der Kubernetes-Umwelt. Das sind die sogenannten Persistent Volumes und die sogenannten Persistent Volume Claims. Da gibt es relativ viel. Da kann man lokale Scratch Directories einbinden, da kann man Cloud Block Storage einbinden, da kann man eigentlich alles Mögliche einbinden. Einzig wichtig ist, dass wir in dem sogenannten Storage Class, die Storage Class ist eine Abstraktion davon, wie sprechen wir den Storage an. Was ihr dann dahinter habt, ist Kubernetes relativ egal. Solange es weiß, wie es den Storage ansprechen muss, kann es dort Speicher erstellen. Secret kann man übrigens auch als Volume einbinden. Ist relativ interessant, und sogar Git-Repositories. Wusste ich selber nicht lange Zeit. Jetzt haben wir unsere Config. Wir haben sichergestellt, dass unser Datenbankpasswort verschlüsselt ist. Jetzt haben wir Storage. Jetzt wollen wir den Pod irgendwie ein bisschen oder den Pod halt in unser Cluster bringen. Was haben wir denn da für Möglichkeiten? Da gibt es in Kubernetes drei sehr populäre. Das erste ist das sogenannte Daemon Set. Daemon Set hat die, oder das einzige, was man eigentlich zum Daemon Set wichtig ist, es läuft überall, außer ihr sagt, es soll da nicht laufen. Das heißt, was sich zum Beispiel sehr anbietet, ist zum Beispiel ein Prometheus Node Exporter. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine neue Node in das Kubernetes Cluster reinholt, wird da automatisch ein Node Exporter drauf geschedult, diverse andere Prometheus Exporter, und ihr habt das direkt im Monitoring drin. Finde ich super praktisch und muss mich dann, und selbst wenn ihr die Node dann rausholt, muss man nicht skalieren, sondern Kubernetes sorgt dann selber dafür, dass das Daemon Set dann von dieser Node entfernt ist und das Cluster trotzdem weiterhin healthy ist. Nächste Möglichkeit ist ein sogenanntes Replica Set. Replica Set hat die Eigenschaft, es stellt uns die Anzahl an Pods, die wir gewünscht haben, im Cluster zur Verfügung. Das heißt, wenn wir sagen, unsere Anwendung soll genau einmal laufen, dann sorgt das Replica Set auch dafür, dass sie nur einmal im Cluster läuft.
zurück zu dem Beispiel, unser Server fällt aus, dann sieht Kubernetes, oh, die Verfügbarkeit von diesem Pod ist beispielsweise nicht mehr 1, sondern ist 0, weil die Node ist weg. Dann sorgt er dafür, dass auf einer anderen Node unser Pod wieder oder unsere Anwendung wieder in der gewünschten Anzahl zur Verfügung steht. Die letzte populäre Einheit ist das Deployment. Ein Deployment erlaubt es uns, sogenannte deklarative Updates zu fahren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel unsere GitLab-Applikation, wir haben den GitLab-Container in der Version 10 am Laufen und es gibt aber jetzt den GitLab-Container 11. Dann können wir diesen GitLab-Container quasi komplett deployen. Und dadurch, dass wir da Health-Check drin haben, kann Kubernetes checken, ist die neue Applikation, läuft die? Also ist die healthy? Und erst dann, wenn die quasi healthy ist, wechselt er automatisch rüber. Wenn er sieht, die ist nicht healthy, dann wechselt er auch nicht rüber und nach außen hin kriegt euer Kunde es gar nicht mit, weil die Anwendung ist nicht live gegangen. Finde ich super praktisch und benutze es auch. Also in meinem Cluster benutze ich hauptsächlich Deployments. Jetzt hatte ich am Anfang so ein bisschen über Labels gesprochen zum Gruppieren von Pods und habe schon erwähnt, dass sie auch an anderer Stelle interessant sind. Deswegen gehen wir da jetzt an dieser Stelle mal ein bisschen drauf ein. Haben wir so ein kleines Schaubild, da haben wir 4 Pods. Und den Pods haben wir ein bisschen Labels verpasst. Wir haben zum Beispiel App MyApp, wir haben einen Stable-Track, wir haben einen Frontend und wir haben einen Backend. Jetzt schreiben wir mal den ersten Filter. Ich will alle 4 Pods erreichen. Das heißt, wenn ich einen Request abschicke, will ich alle 4 Pods erreichen. Da setze ich einfach das Label App gleich MyApp. Erreiche alle 4. Jetzt will ich nur das Frontend erreichen. Dann setze ich zusätzlich noch das Label Tire gleich Frontend. Weil wir sehen, wir haben hier den Tire-Label verpasst, dann kann ich auch drauf filtern. Jetzt will ich nur das Backend erreichen. Setze Tire gleich Backend. Und jetzt will ich sicherstellen, dass ich habe so einen Enterprise-Kunden, den will ich nicht damit verärgern, dass er so eine Preview von der neuen Version schon sieht, aber ich will mit meinen normalen Kunden quasi testen, ob die neue Version wesentlich besser ankommt. Dann kann ich zum Beispiel einen Track Stable setzen. Diese Labels und Selektoren kommen an sehr vielen Stellen in Kubernetes in Verwendung. Wir können beispielsweise auch in unseren Deployments angeben, unsere Nodes können auch Labels haben. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, ich habe irgendwie einen Server in Amerika, ich habe einen Server in Europa und ich habe einen Server in China, kann ich über Labels quasi sagen, hier, das ist eine Applikation, die soll beispielsweise nur in Europa deployed werden. Wo in Europa ist mir egal, aber es soll nur in Europa sein. Oder ich will beispielsweise sagen, ich habe 2 Applikationen, die sollen in Amerika zur Verfügung stehen. In Docker Swarm ist beispielsweise das Problem, wenn ich meine Nodes in Tag verpasse, dann guckt Swarm einfach nur, okay, welche Nodes erfüllen alle dieses Label und scheduled dann aber innerhalb dieser Nodes quasi, wo am besten Platz ist. Wenn ich aber beispielsweise eine Anwendung habe, wo ich weiß, diese 2 Container, die sprechen sehr viel miteinander und die sollen auf dem gleichen Host landen. Dann habe ich in Docker Swarm ein Problem. Dann kann ich entweder halt nur einer Node diesen Tag verpassen. Dann habe ich das aber das Problem, wenn diese Node weg ist, sagt Docker Swarm, ich habe keine Node, die diesen Tag erfüllt. Hast du Pech gehabt. In Kubernetes gibt es die Möglichkeit, ich kann ein sogenanntes Required During Execution sagen und ich kann ein Preferred during Execution sagen. Das heißt, in dem Fall hätte ich beispielsweise in Amerika 3 Nodes, würde ich sagen, soll bitte bevorzugt auf der Node 1 laufen. Wenn die Node 1 weg ist, nimmst du bitte die Node 2 oder die Node 3. Und das kann ich in Docker Swarm, Stand von vor einem Monat, da hatte ich nämlich ein Treffen mit den Docker-Entwicklern, um quasi mir das Enterprise-Panel in der Version 3 mal anzuschauen, kann ich da nicht. Interessant an der Stelle ist, in der älteren Swarm-Version geht's. Labels und Selektoren sind auch interessant in Bezug auf die nächste Einheit, das ist der sogenannte Service. Ein Service in Kubernetes stellt uns einen statischen DNS-Namen zur Verfügung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unsere Datenbank in das Cluster rein deployen, kann ich einfach sagen, zum Beispiel ping MySQL und erreiche damit meinen Datenbank-Container.
inklusive Load Balancing. Das heißt, mich interessiert nicht, wie viele Pods dahinter laufen. Da können 100 Pods laufen, da können 250 Pods laufen, kann nur einer laufen, interessiert mich nicht. Ich habe diesen statischen DNS-Namen, den kann ich überall eintragen und bin safe. Und dieser Service geht halt auf benutzt halt diese Lektoren, um halt die Gruppe zu bestimmen an Pods, mit denen ich den Service anspreche. Man kann die auch manuell anlegen, ist auch möglich, ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Kleine Informationen, hier unten zeige ich immer so ein bisschen schon die Symbole dazu, weil die nachher auf dem großen Schaubild interessant werden. Jetzt haben wir einen Service, das heißt, wenn wir jetzt unser, also beispielsweise aus der Vergangenheit so ein SSH-Port-Forwarding machen, könnten wir unsere Applikation schon erreichen. Das ist halt für einen Praxisbetrieb ein bisschen sperrig, deswegen sprechen wir jetzt mal so rüber, wie erreichen wir denn unsere Services außerhalb vom Cluster, wenn wir beispielsweise Kunde sind. Die erste Möglichkeit ist der sogenannte Node-Port. Node-Port macht nichts anderes, als der macht auf jeder Node, die ihr habt, matcht der einen Port auf einen Service. Das heißt, es ist egal, welche Node ihr ansprecht. Das kann weltweit sein, wenn ihr die Node auf beispielsweise im Port 30.000 ansprecht, kommt ihr zu diesem Service. Der Node-Port-Bereich in Kubernetes ist standardmäßig 30.000 bis 32.767. Jetzt kurze Frage, wie viele Webseiten kennt ihr, die auf dem Port 30.000 erreichbar sind? Relativ wenig wahrscheinlich. Meisten werden wahrscheinlich Port 80 oder 443 erreichbar sein. Wollen wir natürlich auch. Und auch ein entscheidender Kriterium, warum man Node-Port nur im Zweifel nutzen sollte, ist, dieser Port 30.000 ist dann blockiert. Ihr könnt da nur einen einzigen Service mit ansprechen. Wenn ihr jetzt einen weiteren Service ansprechen wollt, braucht ihr einen weiteren Port. Deswegen nutzen wir da die nächste Einheit, das ist der sogenannte Ingress. Und Ingress ist tatsächlich dann so, wo ich sage, das ist der externe Zugriff auf unser Cluster. Und wie man hier unten an dem Schaubild auch schon sieht, der geht auf Services. Was kann so ein Ingress alles für uns machen? Der kann für uns Load Balancing machen, der kann SSL-Terminierung machen, der kann Namelist Virtual Hosting machen. Relativ viel. Ist halt Nginx Reverse Proxy, kann man relativ viel mitmachen, beispielsweise. Most common, gibt natürlich weitere, ist halt so HA-Proxy. HA-Proxy ist ja so eine, ich nenne es mal kleine Sau, die irgendwie alles macht. Sehr populär in Docker ist auch Traffic mittlerweile geworden und gibt noch diverse andere. Jetzt hatte Oleg vorhin schon erwähnt, als wir die eine Folie hatten, dass Namespaces in Kubernetes nicht Namespaces von Docker sind. Deswegen, was sind Namespaces in Kubernetes? Namespaces in Kubernetes erlauben uns, viele virtuelle Cluster auf einen physikalischen Cluster zu betreiben. Das heißt, wir können beispielsweise unsere Dev, QS, Prod, also Dev ist Development, QS ist Qualitätssicherung, Prod ist unsere Production, können wir alles auf unseren gleichen Nodes laufen lassen. Das heißt, damit können wir beispielsweise testen, hier die Netzwerkperformance da und dahin, ist die denn von dieser Node aus gut oder haben wir zum Beispiel in Produktion oder wir haben beispielsweise in Produktion ein Problem und vermuten, ist es das Netzwerk, dann können wir uns quasi im Dev-Namespace parallel eine Umgebung hochziehen und können damit testen, ist es das Netzwerk oder ist es doch irgendwas anderes. Ressourcen innerhalb von einem Namespace müssen unique sein, weil wir mit den Labeln und Selektoren immer auf gewisse Labels gehen. Aber sie müssen nicht Namespace-übergreifend unique sein. Das heißt, ich kann beispielsweise in meiner Development-Umgebung kann ich einen MySQL haben, in der QS kann ich einen MySQL-Service haben, in der Produktion kann ich einen MySQL-Service haben. Die beißen sich nicht, weil ich einfach bei der Service-Definition angebe, Label, Namespace, Prod. Damit erreiche ich dann nur die MySQL in der Produktion-Umgebung und nicht den aus der Entwicklungsumgebung. Kommen wir so ein bisschen mal auf das Thema Sicherheit in Kubernetes zu sprechen, das RBAC. RBAC, weiß jemand auswendig, für was es steht? Role-Based Access Control, richtig.
erlaubt uns Kubernetes mit jeder Einheit so ein bisschen verschiedene Operationen zu machen. Das heißt, wir haben alles, was wir bisher schon gelernt haben, sind sogenannte API-Ressourcen, Pods, Config Maps, viele weitere, und wir können darauf Operationen definieren und wir können sagen, wer darf das beispielsweise machen. Das heißt, um ein Anfangsbeispiel zu sagen, wir können spielen, Developer darf die Config Map sich anschauen, er darf aber beispielsweise nicht Get Secrets machen. Das heißt, er kann sich komplett die Config Map anschauen, kann man nämlich in das Datenbankpasswort reinschauen. Und das hier ist so, kann man ein bisschen Memory mitspielen. Das kann man kunterbunt mischen. So. Unsere Deployments laufen in sogenannten Cluster. Kubernetes wirbt ja mit, dass es High Availability ist. Jetzt schauen wir uns mal so an, was ist denn so notwendig, damit wir so ein minimales HA-Cluster haben. Ein minimales HA-Cluster besteht aus, in dem Fall, einem etcd-Backend. In dem Falle 3. Warum 3? Nach dem RAF-Protokoll darf bei 3 einer ausfallen. Das heißt, wenn eine Node wegklatscht, habe ich immer noch 2 Data-Ressourcen zur Verfügung. Bei 2 ist natürlich das Problem, dass ich in so eine Split-Train-Situation kommen kann. Das können wir gleich im nächsten Schaubild ausheben. Des Weiteren haben wir den Kubernetes Scheduler, den Kubernetes Controller Manager und wir haben die API. Die Anzahl hier ist übrigens beliebig wählbar, sollte aber auch nach RAF-Protokoll so gewählt werden, zum Beispiel 3, 5, 7, 9. Mehr als 9 Kubernetes-Master machen keinen Sinn, weil dann das Cluster mehr mit Selbstverwaltung beschäftigt ist, als dass es irgendwie unseren Kunden irgendwas ausliefert. In die Kubernetes-Nodes brauchen wir sogar nur 2, weil auf der Kubernetes-Nodes läuft immer nur das Kubelet und das Kubelet kriegt quasi vom Kubernetes-Scheduler gesagt, hier, starte mal bitte diesen Pod oder starte den Pod. Das heißt, das kriegst du quasi ein Set überliefert und dann macht das lokal das. Und ansonsten macht die Kubernetes-Nodes nicht selber an Verwaltung. Deswegen reichen 2, weil wenn die eine ausfällt, übernimmt die andere. Da brauchen wir kein Multiples von 3. Wenn wir dann noch ein bisschen mehr Cluster-Failover, sage ich mal, ein bisschen bauen wollen, dann können wir beispielsweise unsere etcd-Cluster auf 5 erweitern. 5 erlaubt uns, dass 2 Nodes wegfallen können und wir können beispielsweise explizite Ingress-Nodes aufsetzen, die bei dann SSL-Terminierung komplett aus dem Cluster dafür spezialisiert sind. Jetzt kommen wir mal, jetzt haben wir so relativ viel kennengelernt, jetzt kommen wir mal auf unser Anfangsbeispiel-Grafik so ein bisschen zurück. Wie wir sehen, wir haben in dem Falle die Webseite gitlet-example.com und die haben wir ja gelernt, externer Zugriff auf unseren Service funktioniert über einen Ingress. Der Ingress hat als Secret in dem Falle das Private Key vom Zertifikat, damit unsere Webseite verschlüsselt ist. Der Ingress geht dann im Hintergrund auf den GitLab-Service und der GitLab-Service geht auf den Pod. Der hat natürlich ein Datenbankpasswort, weiß natürlich über die Config-Map, wo die Datenbank liegt, spricht die dann an, hat selber natürlich auch ein bisschen Storage, weil wenn er kein Storage hätte, würden wir quasi unseren GitLab-Pod einmal durchstarten und wird der Chef uns angucken, wo ist denn alle unsere Git-Repos hin, was habt ihr so die letzten 3 Jahre denn gemacht, da ist ja nichts drin. Und das geht im Hintergrund über die Storage Class, in diesem Falle auf einen Ceph-Pod. So, gibt es Fragen diesbezüglich soweit oder alles soweit verstanden? Machen wir weiter. Wenn wir so ein Cluster uns mal jetzt, klingt das alles toll, jetzt wollen wir selber ein Cluster haben. Gibt es die Möglichkeit, entweder wir machen self-hosted oder wir machen es managed. Bei self-hosted heißt quasi, wir sorgen selber dafür, dass das Ganze aufgesetzt wird. Die habe ich hier mal so ein paar populäre Tools gelistet. Persönlich verwende ich auch KubeSway an der Stelle. Wichtigste Sache bei self-hosted ist, ihr müsst wissen, was ihr tut, weil wenn euer Tool quasi versagt beim Aufsetzen, weil irgendwas hat sich geändert, zum Beispiel die Kubernetes-Version ist nicht mehr 1.14, sondern 1.15, da haben sich im Hintergrund was im API geändert,
müsst ihr halt wissen, die Fehlermeldung, die da jetzt gerade kommt von dem Pod, ist die für mich interessant oder ist dann doch eher die Fehlermeldung vom Kubelet interessant, dass sie irgendwie das IP-Tables-Backend sich geändert hat? Da gab es nicht, ich weiß nicht, wer an der Stelle Debian Buster, also Debian 10 schon einsetzt. Da muss man nämlich für Kubernetes den IP-Tables in den Legacy-Mode schalten. Ansonsten schlägt das Setup, zumindest war es bis vor einer Woche so, schlägt fehl und er sagt quasi, dass er die anderen Nodes nicht erreichen kann. Wenn wir uns den ganzen Ärger oder diesen ganzen Aufwand ersparen wollen, können wir auch einen Managed nutzen. Ist ja sehr populär, Service Provider. Habe hier mal einige gelistet. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, der Satz von da unten stimmt leider. Hope for the best. Ich habe mit zwei Service Providern schon haarsträubende Erlebnisse gehabt, wo ich mir dann gedacht habe, wenn ich jetzt ein eigenes Kubernetes-Cluster hätte, könnte ich das innerhalb von einer Minute beheben, aber saß dann da und habe dann 24 Stunden darauf gewartet, dass mein Service Provider den Fehler behebt. War ein Firewall-Problem auf deren Seite, aber trotzdem ist es halt, guckt der Chef dich dann an und sagt so, fixen Sie mal. Und dann sagt man ja, müssen die andere Seite fixen. Ja, dann machen Sie mal Druck, hängen Sie sich mal in die Support-Headline. Deswegen ist Monitoring aus meiner Sicht von dem Kubernetes-Cluster auch wichtig. Da würde ich einfach mal kurz so ein bisschen auflisten, was ich da persönlich nutze. Bin auch gerne oder diskutiere auch gerne im Anschluss nach dem Vortrag, was andere Leute da nutzen. Haben wieder halt die Möglichkeit von Self-Hosted versus Managed. Bei Managed ist so nach dem Motto, gib mir mal das Root-Passwort von deiner Kiste, wir machen dann mal was und vertrauen uns, dass wir das schon richtig machen. Wir unterscheiden da zwischen dem sogenannten Blackbox-Monitoring. Blackbox heißt, wir betrachten das Cluster von außerhalb. Wir gucken nicht rein, wir sagen einfach von außerhalb, erreichen wir die Webseite oder kriegen wir das oder kriegen wir den Service geliefert. Und an der Stelle bietet sich an Ezinga 2, was ich persönlich auch nutze, und ein Federated Prometheus. Prometheus sollte hoffentlich allen bekannt sein. Da kann ich eine sogenannte Federation zwischen zwei Prometheus-Instanzen machen. Das heißt, die eine Instanz zieht sich einfach komplett die Daten von der anderen Instanz rein. Und wenn mein Cluster down ist, kann ich zumindest auf die vergangenen Monitoring-Daten noch zugreifen. Das Whitebox-Monitoring ist dann, dass wir dann wirklich in das Cluster reingucken. Da haben wir die erste Möglichkeit, ist der sogenannte Kubernetes-Service-Monitor. Das heißt, wenn wir einen Service aufgesetzt haben, können wir auch einen Kubernetes-Service-Monitor dazu laufen lassen, wo uns Kubernetes dann einfach informiert, den Service, den du da angefragt hast, ist der gerade da oder ist der gerade down, weil dahinter kein Pod da ist? Jaeger benutze ich seit kurzer Zeit. Das ist Distribution Tracing innerhalb von Kubernetes. Da kann man quasi debuggen, warum kann der eine Pod mit dem anderen Container nicht sprechen. Dann natürlich Prometheus Node Exporter auf den Maschinen selber. Und Ezinga 2, das heißt, man kann da so ein bisschen, ich nenne es mal Schindluder, treiben, weil Kubernetes hat eine API, Ezinga hat eine API. Jedes Mal, wenn ich ein Kubernetes beispielsweise im Deployment erzeuge, passiert da ein Event. Und auf dieses Event kann ich quasi einen Watcher setzen und sobald da quasi sieht, oh, da ist jetzt dieses Deployment gerade angestoßen worden, kann ich direkt über die Ezinga API sagen, hier, da ist ein neues Deployment, monitor das mal, weil der Kunde oder der Entwickler hat da was rein deployed und ich will wissen, ob das hinterher auch läuft. Und für Log-Monitoring oder für Log-Aggregation verwende ich persönlich Qualog. Das ist jetzt von mir an dieser Stelle. Der Oleg erzählt euch jetzt ein bisschen News von der KubeCon. Genau. Vielen Dank, Michael. Dankeschön. So. Ich erzähle euch ein bisschen, was so die Trends oder der Hype von der KubeCon dieses Jahr war. Eins davon ist, man hat gesehen, Kubernetes ist ein ziemlich praktischer Framework, um Sachen zu deployen, zu managen. Ja, es ist fast ein Standard geworden. Man möchte es verkleinern, um halt auf Embedded Devices das Gleiche machen zu können. Und K3S ist ein Projekt,
was Kubernetes auf so einem Raspberry Pi laufen lassen kann. Natürlich nicht mit ganz voller Funktionalität, aber mit Basisfunktionalität, dass man seine Deployments auch auf einer kleineren Hardware laufen lassen kann. So, die Objekte, die Michael vorgestellt hat, Pods, Deployments, Pods, Deployments, Config Maps und so weiter. Das ist alles Kubernetes-Objekte, sagt man dazu. Oder Resource Definitions. Man hat auch eine Möglichkeit, in Kubernetes Custom Resource Definitions zu definieren. Definitions definieren. Ja. Somit kann man zum Beispiel eine Ressource definieren, wie eine Datenbank. Weil man hat gesehen, so ein Postgres-Cluster oder so ein Datenbank-Cluster in Kubernetes zu starten und zu betreiben, ist mit manuellem Aufwand verbunden. Man kann nicht einfach sagen, gib mir statt einem Pod, gib mir 10 Pods. Ja, das funktioniert nicht, weil die Daten, man muss da repliziert, die müssen eingetragen werden, es gibt nicht immer Auto-Discovery und so weiter. Dadurch sind Operators entstanden und Operators bestehen aus, das gibt es schon jetzt, Operators bestehen aus einem Custom Resource Definition, das heißt, man deployt dann nicht einfach einen Pod, man deployt einfach ein Postgres Cluster. Zusätzlich dazu gibt es ein Plugin in Golang, der Plugin implementiert die Logik, was man mit einer Datenbank machen soll, wenn man die skaliert, wenn man die backupt, wenn man die wieder runterskaliert. So. Und somit betreibt man dann zum Beispiel eine Stateful Application, eine Datenbank als ein Objekt. Ja? Man geht auch weiterhin und sagt, ja, okay, wir können alles als Objekte definieren. Wir können dafür Logik erstellen, was die machen sollen, wenn man die hochskaliert, wenn man die runterskaliert, wenn man startet, wenn man stoppt. Ja, dann können wir auch Kubernetes-Cluster als ein Objekt definieren und dafür dann die Logik erstellen, um ein Kubernetes-Cluster als Kubernetes-Objekt vom Kubernetes zu starten und zu managen. Das heißt, es gibt ein Management-Cluster, der nichts anderes drin hat als Objekte anderer Kubernetes-Cluster und der managt die, der upgradet die, die erstellt die in verschiedenen Cloud-Umgebungen. Dafür gibt es schon einige Frameworks, zum Beispiel SAP Gartner ist so einer. Man setzt sich ein Management-Cluster auf, man definiert dann Cloud-Provider, sagt, erstell mir bitte ein Objekt Kubernetes-Cluster und ein Kubernetes-Cluster wird ausgerollt und man kann damit auch dann Lifecycle-Management machen. So, das ist so der Trend. Aber man hat auch verstanden, dass Security auch ein Thema ist. Ja? Container sind auch nicht by default secure. Das heißt, man versucht auch jetzt innerhalb des Kubernetes-Netzwerk, das sind Overlay-Netze, sind nicht immer verschlüsselt. Man versucht ja, dieses Netzwerk dann auch abzusichern, indem man Service Mesh macht. Also Service Mesh ist ein ziemlicher Hype. Es gibt diverse Anbieter, also jeder, der irgendwas mit Kubernetes und Netzwerk macht, hat ein eigenes Service Mesh. Istio und Linkerd sind so die, ja, und Traffic Enterprise vielleicht auch. VMware hat da NSX Mesh. Das heißt, man tut jedem Pod ein Sidecar-Container, der terminiert dann die SSL-Verbindung, man macht Client-Side-Authentication und man kann den Traffic dann durch den Kubernetes-Cluster routen, reingucken, Statistiken drüber bauen, alles Mögliche. Also man sieht, es sind sehr viele Anbieter jetzt zurzeit. Das ist der Hype. Wir kennen das ja von Kubernetes. Da müssen wir ein bisschen abwarten, wie er sich dann runterschaukelt, zu welche das dann überleben. Aber das ist alles. Vielen Dank und wir sind bereit für die Fragen. Und Michael wollte noch das Demo zeigen. Während Michael das Demo vorbereitet, kann ich schon vielleicht die Fragen beantworten. Ja, also es ist halt abhängig davon, wie viel Anteil Fragen, wie viel Anteil wir
an dem wir machen können. Mir wäre natürlich eher wichtiger, die Fragen so ein bisschen zu beantworten, weil in der Demo zeige ich einfach das, was ich vorhin vorgestellt habe, in der Theorie einfach ein bisschen im Kubernetes-Dashboard, dass man das alles wiederfindet im Kubernetes-Cluster. Ich glaube, mach mal, wenn Fragen da sind, kann ich auch beantworten. Alles klar, ja. Man hat ja im Grunde dann zwei Arten von Load Balancer, wenn ich das richtig verstanden habe. Also eines ist im Datencenter die normalen Router oder und dann hat man den Ingress, ne? Also der Ingress leitet quasi die Anfragen an die Services weiter. Richtig, ja. Ja. Und dann ist aber auch noch, du hast die physischen Maschinen. Ja. Und da brauchst du quasi dein normales Netzwerk und musst die Anfragen quasi. Hallo? Gut. Da musst du quasi die Anfragen an die physischen Maschinen deines Clusters weiterleiten. Ja. Korrekt. Ja, also wie läuft es? Also irgendwie, ich habe eine IP-Adresse für meinen Service. Also muss ich denn dann an eine bestimmte Maschine weiterleiten oder wie funktioniert das? Also sehr beliebt an der Stelle finde ich den sogenannten Begriff der Floating IP. Floating IP ist quasi eine IP, die ich zwischen Maschinen scheren kann. Und in dieser Floating IP kann ich ja beispielsweise, wenn ich einen intelligenten Load Balancer schon davor habe oder einen intelligenten Router da vorhabe, kann ich ja quasi checken, sind meine Nodes dahinter erreichbar. Und diese Service IP ist ja quasi nur nach außen hin so dieser DNS-Eintrag hier, google.de erreichst du unter 8888. Was dann dahinter passiert, ob ich dann diese IP durch meinen Router dann auf die Node weiterleite oder der Node quasi diese Floating IP verpasse, gibt es beide Möglichkeiten. Aber das macht dann nicht mehr Kubernetes, oder? Also die Floating IP. Die Floating IP kann Kubernetes selber verwalten. Das ist ja das Schöne. Ich kann da ja diverse Objekte definieren. Das habe ich beispielsweise auch selber gemacht. Ich habe einen Container, der einfach dafür guckt, der einfach nur guckt, sind alle meine Nodes erreichbar? Und wenn meine Nodes erreichbar sind, guckt der, was haben die in diesem Monat schon an Traffic gemacht? Weil ich habe ja bei jedem Cloud-Provider normalerweise ein gewisses Freilimit und danach muss ich bezahlen und wenn ich dann über eine gewisse Grenze muss ich noch mehr bezahlen oder meine Node wird beispielsweise abgeschaltet und der schiebt die dann zwischen den Nodes hin und her. Ja, danke. Noch zusätzlich, also für die einfache Konfiguration, du hast einen Ingress-Controller, der hat eine IP, das ist ein Layer 7 Load Balancer. Da leitest du alles. Hast eine IP, wie du die verteilst, BGP, was auch immer. Die Cloud-Provider haben dafür auch eine API, ja, dass man diese Public-IP direkt automatisch holt. Und hast einen Ingress-Controller, da läuft alles an. Solange du nicht mit Node-Pods arbeitest, läuft da alles auf einer IP alles an und darauf kannst du dich dann von Kubernetes weiter verteilen. Übrigens, die Ingress-Controller sind genauso wie austauschbar, wie wir von Operators gesprochen haben. Das ist dieses Plugin-System, was Kubernetes jetzt wird, dass man jede Komponente dann austauschen kann. Also für Ingress-Controller kann man da verschiedene Nginx, HA-Proxy, Traffic nutzen und die kann man dann auch austauschen. Und das passiert jetzt für viele Kubernetes-Komponenten. Also Kubernetes ist ja an den meisten Stellen einfach eine Abstraktion von, wie wir gelernt haben, von Storage, wie spreche ich in Storage an und von diversen anderen Dingen. Und ihr sagt einfach nur von außen hier, bitte sorgt dafür, dass der Pod halt dreimal läuft und im Rest will ich mich nicht kümmern. Weitere noch mehr Fragen? Dann sag mal was. Haben wir Minikube schon erwähnt? Ja, ne? Also Minikube ist ein Kubernetes-Cluster mit einer Node, den ihr lokal laufen lassen könnt auf eurem Laptop.
könnt ihr halt eurem Entwickler in die Hand drücken und sagen, hier, entwickle erstmal einen Minikube, und wenn das alles in Minikube am Laufen hast, danach können wir mal sprechen, ob wir das Ganze mal bei uns dann wirklich in der Produktionsumgebung mal testweise laufen lassen. Wie schon erwähnt, Minikube ist ein Single-Cluster, deswegen haben wir hier im Bereich der Nodes auch nur eine Node. Die macht quasi alles. Die macht etcd, die macht Kubernetes Master, die macht auch die Kubernetes Node selber. Im Bereich Persistent Volumes trickst Minikube ein bisschen. Wir sehen ja, wir haben hier gewisse Persistent Volumes, das ist aber nichts anderes, wie wir jetzt in der Storage Class sehen, als ein Minikube Host Pass. Das heißt, der mountet einfach einen Pfad von der VM in die Kubernetes Container rein. Was haben wir noch? Wir können, wie wir vorhin schon gelernt haben, die Kubernetes Namespace, da haben wir ein bisschen was. Und da würden wir uns jetzt einfach mal angucken, ich habe da einfach in dieses Minikube von GitLab, dieses Helmchart, deployed und schauen uns einfach mal an, was wir da so an Ressourcen finden. Sehen wir so ein bisschen Deployments, wir sehen Jobs, wir haben Pods, wir haben Replica-Sets, wir haben Stateful-Sets und wir haben Ingresser. Das heißt, wenn ich jetzt mal beispielsweise mal in die Deployments reingucke, sehen wir hier jeweils, wie viele Pods wir gewünscht haben und wie viele laufen. Das heißt, in diesem Fall sehen wir jetzt überall, die Anzahl, die wir gewünscht haben, ist auch erfüllt. Also ist alles gut gelaufen. Dann, wenn wir dann in die Pod-Ansicht selber gucken, sehen wir die einzelnen Pods, sehen, wo die laufen, welchen Status die haben. Hier sehen wir zum Beispiel ein GitLab-Menü Create Buckets, sehen Terminated Completed. Dieser Pod hatte einfach die Aufgabe, irgendwas zu erstellen und danach soll er sterben. Das heißt, wenn ihr beispielsweise in eurer Umgebung sagt, hier, bevor der Container starten kann, da muss ein S3-Bucket da sein, könnte man dann wunderbar einen Container schreiben, der sorgt einfach beim Hochfahren, ist das S3-Bucket da? Wenn ja, okay, sterbe ich sofort, ist nicht da, lege es gerade an und lege mich danach schlafen. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, über dieses Symbol uns die Kubernetes Logs oder die Podlogs anzuschauen. Das, was man hier in der GUI sieht, kann man auch alles mit der kubectl machen, sage ich mal. Da verzichte ich an dieser Stelle momentan drauf, im Rahmen dieser Präsentation ein bisschen mehr Zeitraum für Fragen zu haben. Ich wollte nicht mal was zeigen, und zwar haben wir ja unser GitLab Unicorn, und GitLab Unicorn ist nichts anderes als quasi die grafische Oberfläche, nenne ich es mal, von GitLab. Das heißt, wenn wir jetzt auf unseren GitLab-Container mal gehen, sehen wir natürlich, ist ein Self-Sign-Certificate. Das Self-Sign-Certificate können wir uns sogar anschauen, ist nicht ein Secret. Und wenn wir das Self-Sign-Zertifikat akzeptieren, hätten wir jetzt die Möglichkeit, uns in GitLab einzuloggen. Jetzt will ich einfach mal zeigen, was passiert, wenn jetzt dieses Deployment stirbt oder wenn ich jetzt beispielsweise sage, von diesem Deployment will ich nicht mehr zwei haben, sondern ich will das jetzt einfach mal weghaben, weil das belastet meine Node zu sehr und ich will einfach mal ein bisschen Speicher frei haben. Dann hier kann ich das sogenannte Scale anwenden. Und wie wir vorhin ja gelernt haben, ist ein Deployment nichts anderes als ein gibt uns die Möglichkeit, deklarative Updates zu fahren. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal 0. Und wenn wir dann nochmal auf unsere GitLab-Seite sehen wir in 503, weil wir sprechen zwar weiterhin über unseren Ingress, den Service an, aber der Service hat natürlich keine healthy pods im Hintergrund und sagt deswegen natürlich 503. Und wie wir alle wissen, alles, was 500 ist, sind Fehler im Backend. Wenn wir das Ganze jetzt dann wieder hochskalieren, können wir natürlich genau in die andere Richtung auch machen. Sagen wieder 2. Dauert einen kurzen Moment. Kannst du zeigen, wie die starten? Achso, genau. Und dann sehen wir hier im Bereich Pods. Ah, du hast sie im neuen Tab. Da startet irgendwas. Dann können wir uns auch die Logs angucken. Jetzt ist er gestartet. Und wenn wir jetzt wieder auf die Webseite gehen,
Dauert noch einen kurzen Moment anscheinend. Ja, Liveness Probe. Liveness Probe, der muss auch... Ja. Oh, Readiness Probe failed. Schade. Natürlich, das war doch klar. Demo. Demo. Ich dachte schon, bisher läuft so gut. Irgendwas. Ja. Health Check Connection Reviews. Ich glaube, weil wir momentan kein Internet haben. Ah ja, hier ist es mit dem Internet. Und der checkt halt, ob... Doch. Okay, habt ihr noch weitere Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich kann auch ein bisschen noch in der grafischen Oberfläche kann ich auch noch was zeigen, wenn irgendwie Fragen dazu sind, sonstige Fragen. Alternativ kann ich euch ein bisschen was zu Helm erzählen. Ich glaube, jeder, der Kubernetes gehört hat, hat schon von Helm gehört. Also Helm ist der Package Manager. Helm ist der Package Manager von Kubernetes oder für Kubernetes. Das heißt, diese Objekte, die wir erstellt haben, Config Maps, Deployments, Secrets, Services und so weiter, das sind YAML-Dateien, ja, die man dem Kubernetes füttert. Kubernetes erstellt daraus Ressourcen und deployt Pods und so weiter. Das heißt, Helm ist nichts anderes als ein Templating Engine dafür. Das war's, so einfach. Man steckt da Variablen rein, man hat eine Values-YAML, wo die Variablen ersetzt werden, sodass man dieses Deployment in Dev, in Stage und in Production benutzen kann, aber halt mit anderen Variablen da drinnen. Ist einfach ein Golang Templating Engine dahinter und er ersetzt halt die Variablen und pusht das automatisch noch zu Kubernetes. Da gibt es noch ein paar diverse Features wie Rollbacks, ja, dass er die letzte Änderung speichert, dass man ein Rollback machen kann, aber im einfachsten ist es einfach ein Templating Engine. Okay, wenn keine Fragen da sind, dann beenden wir. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Stehen natürlich für Diskussionen oder Anmerkungen gerne zur Verfügung.